Guten Tag. So. Bei der Farbe meines Hemdes heute könnte man fast meinen, nur mein Kopf ist da, oder? Ton in Ton so, eigentlich nicht wirklich, aber dunkel zu dunkel. Vielleicht kann ich bald eine ganze Batterie an neuer Eindrücke verteilen, weil ich mehr oder weniger für die nächsten Jahre neu eingekleidet worden bin. Ja, will ich jetzt nicht weiter kommentieren, aber es gibt bestimmt bald viel Neues zu sehen. So, dann machen wir da mal weiter. Damals, als ich sah, dass er sich selber nicht im Zaum halten konnte, geschweige denn andere, da war ich wenig dafür. Aber jetzt glaube ich, ich kann für ihn bürgen. Und kann ich's nicht, so kann sie's, denn sie hat die größte Macht über ihn. Was meint ihr also dazu? Wollen wir sie zusammentun? Du hast ja weiter keine große Eile, aber ich weiß auch nicht, warum wir noch damit warten wollen. Du, Guttorm, bist ein Mann mit Vermögen, meins ist kleiner und geht mal später in mehrere Teile, aber ich denke, die Sache lässt sich doch machen. Jetzt sagt also eure Meinung frei heraus. Das Mädchen frage ich zuletzt, denn ich glaube, ich weiß, was sie will. Also sprach Sämund. Guttorm saß krumm auf der Bank, legte abwechselnd eine Hand über die andere und machte mehrmals Miene, sie aufzurichten, indem er jedes Mal stärker Atem holte. Aber erst nach dem vierten und fünften Mal bekam er den Rücken gerade, strich mit der Hand über das Knie und sah seine Frau an, streifte aber gleichzeitig Synöve mit den Blicken. Karen saß am Tisch und wischte mit den Fingern darüber hin. »Nun ja, das ist ein schöner Antrag«, sagte sie. »Ja, ich meine, wir sollen ihn mit Dank annehmen«, sagte Guttorm laut, und seiner Stimme war eine beträchtliche Erleichterung anzuhören. Dann sah er von seiner Frau fort und auf Sämund, der die Arme gekreuzt und auf den Rücken an die Wand gelehnt hatte. »Wir haben nur die eine Tochter«, sagte Karen. »Wir müssen's uns erst überlegen.« »Dem steht weiter nichts im Weg«, erwiderte Sämund. »Aber ich weiß nicht, warum ihr nicht gleich antworten könnt«, brummte der Bär, als er den Bauern gefragt hatte, ob er nicht seine Kuh kriegen könne. »Gewiss können wir gleich antworten«, versetzte Guttorm und sah seine Frau an. »Torbjörn kann aber manchmal so wild sein«, sagte sie, blickte jedoch nicht auf. »Das hat sich gebessert«, erwiderte Guttorm. »Du weißt, was du heute selber gesagt hast.« Das Ehepaar sah sich abwechselnd an. Das dauerte eine volle Minute. »Könnten wir uns auf ihn verlassen?«, sagte die Frau. »Ja«, ergriff nun Sämund wieder das Wort. »Was das betrifft, kann ich nur sagen, was ich vorhin gesagt habe. Mit der Fahrt geht's gut, wenn sie die Zügel in der Hand hält. Sie hat eine Macht über ihn, wie man sich's kaum vorstellen kann. Das ist mir damals klar geworden, als er zu Hause bei mir krank lag und noch nicht wusste, was mit ihm würde, oder ob er wieder aufkomme oder nicht.« »Du musst nicht so hartnäckig sein«, sagte Guttorm. »Du weißt doch, was sie selber will, und wir leben doch nur für sie.« Da blickte Synöve zum ersten Mal auf und sah ihren Vater groß und dankbar an. »Ach ja«, begann Karen, nachdem eine Weile still gewesen ist, und wischte mit den Fingern über den Tisch. »Wenn ich so lange dagegen war, dann habe ich's nicht schlecht gemeint. Ich war wohl nicht so hart, wie sie's anhörte.« Sie blickte auf und lachte, aber es wollten ihr Tränen kommen. Da stand Guttorm auf. »So ist denn in Gottes Namen das eingetroffen, was ich am meisten auf der Welt gewünscht habe«, sagte er und ging auf Synöve zu. »Ich habe gar keine Angst deswegen gehabt«, sagte Sämund und stand ebenfalls auf. »Was zusammen soll, das kommt zusammen.« Und er ging auf Synöve zu. »Na, was meinst du dazu, mein Kind?«, sagte die Mutter und ging nun auch auf Synöve zu. Die saß immer noch da. Alle umstanden sie mit Ausnahme von Torbjörn, der dort saß, wo er sich zuerst hingesetzt hatte. »Du musst aufstehen, mein Kind«, flüsterte die Mutter zu ihr. Sie stand auf und lächelte, wandte sich ab und weinte. »Unser Herrgott sei dein Geleit, jetzt wie alle Zeit«, sagte die Mutter, umarmte sie und weinte mit ihr zusammen. Die beiden Männer traten zurück, jeder ging zu seinem Platz. »Du musst zu ihm hingehen«, sagte die Mutter, immer noch unter Tränen, ließ sie los und schob sie sanft vorwärts. Synöve tat einen Schritt,
blieb aber stehen, weil sie nicht weiter konnte. Torbjörn sprang auf, ging auf sie zu, ergriff ihre Hand, wusste nicht, wie er sich benehmen sollte, und blieb Hand in Hand mit ihr stehen, bis sie ihre Sacht zurückzog. Dann standen sie schweigend nebeneinander. Lautlos öffnete sich die Tür und ein Kopf erschien im Rahmen. »Ist Sinöwe hier?« fragte jemand bedächtig. Es war Ingrid Granliden. »Jawohl, hier ist sie. Komm nur herein«, antwortete ihr Vater. Ingrid zauderte. »Komm nur, hier steht alles ganz gut«, fügte er hinzu. Alle sahen sie an. Sie schien etwas verlegen. »Ich bin aber nicht allein hier«, sagte sie. »Wer ist denn noch da?« fragte Guttorm. »Mutter«, erwiderte sie leise. »Immer herein mit ihr«, riefen alle vier in der Stube auf einmal, und die Hausfrau ging ihr entgegen, während die anderen sich freudestrahlend ansahen. »Komm nur, Mutter, du kannst gern herein«, hörten sie Ingrid sagen. Und herein kam Ingebjörg mit ihrer weißen Haube. »Ich hab's wohl gemerkt«, sagte sie, »wenn Sämund seinen Mund auch nicht auftun kann, und da hielten Ingrid und ich es nicht länger aus. Wir mussten her.« »Und hier stehen die Dinge so, wie du's gewünscht hast«, sagte Sämund und machte Platz, damit sie besser heran könne. »Gott segne dich, mein Kind, dafür, dass du ihn an dich geknüpft hast«, sprach sie zu Sinöwe und umarmte und streichelte sie. »Du hast so lange, so fest zu ihm gehalten, und jetzt ist alles gekommen, wie du es gewollt hast.« Und sie streichelte ihr die Backen und das Haar, und über ihr eigenes Gesicht rannen Tränen, aber sie beachtete nicht. Sie trocknete nur Sinöwe die Tränen ab. »Ja, er ist ein lieber, ein tüchtiger Junge«, sagte sie, »und jetzt bin ich auch seinetwegen ganz sicher.« Sie zog die neue Tochter inniger in ihre Arme. »Mutter weiß mehr in ihrer Küche«, sagte Sämund, »als wir, die in der Sache drinstehen.« Die Tränen und die Rührung ließen allmählich nach. Die Hausfrau begann das Abendessen zu denken und forderte Ingridchen auf, ihr zu helfen, denn Sinöwe ist heute Abend zu nichts zu gebrauchen. Und so gingen die beiden an die Arbeit und kochten Rahmgrütze. Die Männer gerieten in ein Gespräch über die Ernte und dergleichen. Torbjörn hatte sich an das Fenster gesetzt, Sinöwe schlich zu ihm hin und legte die Hand auf seine Schulter. »Wonach siehst du?« fragte sie. Da wendete er ihr seinen Kopf zu, sah sie lange und mit sanfter Zärtlichkeit an, dann blickte er wieder hinaus. »Ich sehe nach Granliden hinüber«, sagte er. »Es ist so wunderlich, Granliden von hier aus zu sehen.« Ich halte das mal, was ich ja sonst nicht mache, kurz ins Bild. Hier ist auch mal eine der wenigen Illustrationen. So. Ich hoffe, das sieht man es. Ja, man sieht es, glaube ich, ne? Dann hat man vielleicht auch mal ein Bild von diesen ganzen Menschen und von der Umgebung. So, das ist im Grunde genommen hier mit diesem fröhlichen Ende ist auch diese Geschichte von Sinöwe Sollbacken zu Ende. Ich versuche das jetzt noch ein bisschen zu strecken, weil dieser Nobelpreis bezog sich wohl auf mehrere Werke von Herrn Björnson. Und das nächste würde jetzt starten, das heißt Arne. Aber das hebe ich mir für den nächsten Start auf. Ich möchte nicht so mittendrin das unterbrechen. Aber ich möchte auch nicht eine weitere Kurzversion liefern. Vor 2 Tagen habe ich ja schon mal diese verkürzte Strandversion gebracht. Das werde ich definitiv mal nachholen mit besseren Lichtverhältnissen und muss dann auch mal so störende Elemente ausblenden. Ja, hätte man denken können, irgendwie bildet es eine vor, ne? Ja, ich arbeite an so Sachen immer wieder. Okay, 30 Sekunden würde ich noch irgendwie überblicken. Kriege ich aber hin. Ich sitze übrigens hier wieder in einem meiner Lieblingsplätze. Hab eine schöne Sicht nach draußen. Sonne scheint, blauer Himmel, warm genug. So wie die Smog. Aber das
soll jetzt auch reichen für heute. Eigentlich müsste jetzt mein Wecker kommen, da ist er. So, und dann sind wir durch. Bis zum nächsten Mal.